Sitzgelegenheiten hinmachen. Wir können ja auch mal überlegen, ob wir vielleicht Teppich davor legen. Ja, auch noch mal Punkte. Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Machen wir die zusammen? Lassen wir dann durchgehen. So. Guck mal, dann können die sich hier auch schön hinsetzen. Sehr gut. Nein, bitte. Bitte. Hier, wer sich schminken möchte, weißt du? Natürlich alles noch ein bisschen generisch und so, aber weil wir halt auch noch nicht alles an Auswahl haben. Aber, weißt du, auf der anderen Seite, warum nicht? Wir haben ja noch eine Menge, was wir freischalten können. So, jetzt wollen sie auch wieder was. Was willst du denn? Kochduell, alles klar. Bilanz, alles klar. Und Promotion, alles klar. Kaufen wir das Grundstück jetzt mal dazu und dann fangen wir mal an umzuziehen. So, was haben wir hier? Live-Musik-Events. Schließe 10 Events des Typs Live-Musik ab. Erledigt. 50 Punkte. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob irgendeiner unserer Studierenden Nachhilfe braucht. Was haben wir denn hier im Nachhilfezimmer? Ist ein bisschen groß für ein Nachhilfezimmer, ne? Ja, das ist zu groß. Das Nachhilfezimmer muss nicht so groß sein, also machen wir es hier. Radio Campus, den Soundtrack eures Studiums im Two Point County. Ich bin Felicity Bellbottoms. Aktuell sind die brandneuen Tiefkühlsnacks im Campus-Supermarkt in aller Munde. Wir wollen nicht um den Frozen-Joghurt herumreden, sondern bringen euch direkt eine Story über zwei Schleckermäulchen, die von einem ganzen Berg Gratisstreusel erschlagen wurden. Bleibt dran! Hausmeister bei den Bitsies benötigt. Ja bitte, mach mal schön die Kackhäuser sauber, ja Freund? Dann bauen wir da einfach Bücher hin, weißt du? Ich
Den Klassiker, schön hier Mülleimer und so, ne? Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten. Genau, gebt nicht auf. Ich schaff das. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben voll, aber hey, weißt du? Ich übertreibe jetzt auch mal nicht mit dem Wandschmuck, wobei das Ding würde mir noch gefallen kommen. Aber hier noch ein Bücherboard hin. Ja, hier fehlen natürlich die ganzen Poster, ne? So, knapp Level 7. Kann man doch nicht meckern, ne? Ist alles drin. Bitte sehr. Haben wir ein Nachhilfezimmer. Häufige Fragen. Nein, wir werden keine Freunde. Alles klar, Gewinn haben wir gemacht. Dann gucken wir mal eben. Super, Wünsche nach Komödie. Machen wir später. Wunsch nach DJ Suchef. Wassermarsch machen wir. Bericht zum Tag der offenen Tür. Nur 10 Kudosch. Da müssen wir noch ein bisschen ran. Aber das ist ja eine spätere Baustelle. So, gucken wir mal, wie war denn das 11. Jahr? 86%, 61 Abschlüsse, alles wie gehabt, ne? Sehr gut. Nichts Spektakuläres, 5000 und 10 Kudosch mehr, sehr gut. Nun, da es Herbst wird, herrscht wachsende Besorgnis über die Blumen auf dem Campus. Wo sind sie hin? Warum sind sie nicht mehr hier? Wuchsen da drüben nicht mal Blumen? Das sind nur einige der Fragen von besorgten Studenten mit einem Herz für Botanik. Ja. Als wir ihn um eine Stellungnahme baten, begründete der Obergärtner die Situation mit dem Wort Jahreszeiten. Die Sommerpause wäre die perfekte Zeit für Bauern. Ich bin noch dabei. Ich meine ja nur. Genießt den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. Diese Texte sind einfach so lustig. Auf jeden Fall, ne? Also das ist ja das, was dieses Spiel auch ausmacht, dieser Reiz. Diese witzigen Texte dabei. Ich könnte mal hier einen Dozenten gebrauchen. Wann kommt denn die Nachhilfe? Das ist ja, wir könnten ja hier jemanden noch ausbilden, aber ich habe da nichts für. Weil der hätte ja, ne, Forschologie, Lernkompetenz ist ja super, aber ich habe halt keinen Raum, wo ich die weiterbilden kann. Was sehr schade ist. Ich würde die gerne weiterbilden. So, plus 2000, alles klar. Ich weiß, ich brauche einen Dozenten. Und zwar hätte ich gerne hier so einen Forschologie-Studenten, weißt du? Also nicht Studenten, sondern einen Dozenten. Der dann hier Nachhilfe geben kann. Ich meine, wir haben ja auch welche. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn wir keinen davon hätten, ne? Ich guck mal. Hier. Und du, Bendan, sollst doch eigentlich nur Nachhilfe geben. Genau. Macht er aber nicht. Keine Lust. Naja, so ist das. Dann bauen wir jetzt noch eine Bibliothek, ne? Eine vernünftige. Wobei, warte mal, wir können noch vorher was machen. Und zwar soll der Vorlesungssaal nur für Forschung sein. Auch der soll nur für Forschung sein. Ja, hier dürfen alle duschen gehen, oder? Gehst schön mit deinem Professor duschen. Das ist doch ein Traum, oder? Nun hören wir von zwei Studenten, bei denen die Nachricht über neue Eiscremesorten im Campus-Supermarkt einen üblen Beigeschmack hinterlassen hat.
wollte gerade sagen, was ist hier passiert, aber die Wertung bleibt bei 100%. Man muss ja auch. Aber wieso nur 15.000? Ja, Ben und Sarah sind früher mit viel Mumm und einer Kühlbox voller Stieleis durch den Park gezogen. Böse. Aber seit es im Campus-Supermarkt die Sunday Bar und den Schäfeisstand gibt, läuft es für die beiden nicht mehr so rund. Irgendwie traurig. Die zwei wollten sich doch bloß in der brutalen Sommerhitze was dazu verdienen. Jetzt kühlen ihre Geschäfte ab, während ihr Eis langsam dahinschmilzt. Denkt an die beiden, wenn ihr das nächste Mal einen Fudge-Sunday genießt. Apropos, holt euch zwei zum Preis von einem. Jeden Mittwoch im Campus-Supermarkt. Mhm. Fliss, zurück. Machen wir. So. Schöne große Bibliothek. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Von allem zwei, oder? Machen wir hier hinten die Bildungsecke hin, hier so die Computerecke. Und mit ein bisschen Glück passen vier Stück nebeneinander. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt hier. Siehste? Dass das jetzt wieder irgendwie nicht klappt. Ist halt schade, warum passt denn der vierte jetzt hier nicht hin? Also diese Kollision, da müssen wir nochmal dran arbeiten, Spiel. Das ist blöd. Toof. Ganz toof. Weißt du was? Manchmal aber auch nicht. Ist mir eh zu groß. So viel Bildung brauchen die nicht. Dann stellen wir die hier einfach an den Rand. Machen wir das so. Alles klar. Was haben wir denn hier noch? Was können wir denn noch machen? Also, wir können die riesige Bibliotheksrezeption benötigt Rudolf freischalten plus 8 Lernvermögen. Wir haben die kleine, ne? Das ist. Ja, da weiß man auch nicht, was die macht. Okay. Was haben wir denn noch so? Bücherregal der Narrenwissenschaften. Das brauchen wir nicht. Was ist das hier? Bietet Zugang zu neuen Höhen des Wissens. Aha. Bücher. Was ist das hier? Sammlung von Auszeichnungen. Alles klar. Mhm. Jasmine. Odyssey. Was ist mit dir? Wie knüpft man an das meistverkaufte Album von Two Point County an? Mit noch mehr Songs natürlich. Mehr Songs. Jasmine Odyssey präsentiert noch mehr Songs. Jetzt gucken wir mal. Fangen wir hier an. Das ist die Frage, ich würde hier gerne ein Bücherboard hinsetzen noch. Kriegen wir da eventuell ein Blümchen oder so zwischen? Mal wieder nicht mit, oder? Doch. Dann machen wir das so. Was ist denn das hier überhaupt? Eine Ode an Zeitung, Magazin und Kritzeleien.
So, diese. Achso, das haben wir schon, genau. So, wir sind ja hier bei Wissenschaft, ne? Was ist das hier? Gastronomie, nein. Virtuelle Normalität, nein. Das heißt, hier machen wir die Fachbücherei. Das ist so gemein, ne? Dass das immer nicht passt. So, dann ist das die Bildungsecke. So, Spülmaschine fertig. Ich bin dann jetzt mal Essen machen. Vielleicht hören wir uns später im Voice. Sonst schönen Sonntag. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt auch natürlich einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Kochen. Ich hoffe, es gibt was Leckeres. Und ich muss mal gucken. Also der Plan ist schon, dass ich dann heute nochmal wieder in Voice komme, weil es ist bestimmt noch das ein oder andere zu bequatschen oder so. Aber wie so oft, ich muss gleich auch noch kochen und... Gut, ich mache heute eine Bolognese, die lasse ich ein bisschen vor sich hin köcheln. Und dann ist ja die Frage, weil ich war ja gestern, wie gesagt, auf Party und sagen wir mal, der Fussel wird alt. Ein bisschen alt wird der Fussel, nur ein bisschen. Und ich bin doch ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen, muss ich gestehen. Ein bisschen müde bin ich, mal gucken. Ja, aber wenn wir uns nicht mehr sehen, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen super Sonntag und ja, wir sehen uns. Auf jeden, beziehungsweise hören uns. Wir sehen uns ja nicht mehr so häufig. Das hast du ja schön hingekriegt. Wie läuft's denn überhaupt? Achso, ja, das müssen wir dann mal die Tage im Chat besprechen. Was nochmal der Hinweis ist, wer mit uns sprechen möchte, kann dieses natürlich tun. Und zwar im, hier im Level-Up-Discord. Gebt einfach DC ein und schon habt ihr den Link zum Level-Up-Discord und da könnt ihr uns auch live erreichen. So. Ah ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Schöne. Bis dahin. So, läuft ganz gut, bin zufrieden. Ja, perfekt. Super. Dann hat sich das Ausziehen nach Amerika ja gelohnt. Ja, ist ja auch schön, wenn man da mal was Neues kennenlernt und so. Ich würde das gerne sauber übereinander kriegen. Das ist aber gar nicht so einfach hier. Ja, das könnten wir lassen, ne? Und dann machen wir das so, oder? Ist vielleicht ein bisschen gedrückt, aber... Könnte man machen, ne? Oder sonst nehmen wir eine Buchauflage weg und dann nehmen wir noch sowas hier. Das bauen wir dann dahin. Jetzt können wir ja mal gucken, wir können ja noch Teppiche hinlegen, ne? So, bis denn, ciao, ciao! Machen wir schönes, hässliches Grün. Erinnerung an alle Studierenden. Freizeit ist eine Illusion. Absolut, an dieser Uni auf jeden Fall. Schön Stufe 8, weißt du? So. Ja, und jetzt können wir natürlich noch Bilder an die Wand bringen, ne? Vielleicht schaffen wir ja noch eine schöne Stufe 9. Sogar eine Stufe 10. Wenn wir hier Poster hinsetzen. Studierende